Hallo an alle und willkommen zu einem neuen Video. Ist die französische Nationalmannschaft unbesiegbar? Das mag man manchmal denken, wenn man sich aktuell die Spieler anguckt. Doch woran liegt das eigentlich? Und woher kommen diese ganzen jungen, talentierten französischen Spieler? Das seht ihr in diesem Video, also bleibt dran. Wie ihr wahrscheinlich wisst, hat Frankreich im letzten Jahr die Weltmeisterschaft gewonnen. Und aktuell gibt es sehr, sehr viele sehr junge, talentierte französische Spieler. Einer von ihnen ist zum Beispiel Benjamin Pavard, der in der Bundesliga beim VfB Stuttgart spielt und in diesem Sommer zum FC Bayern wechseln wird. Und ein anderer ist Kingsley Coman, der aktuell schon beim FC Bayern spielt. Und insgesamt gibt es 13 französische Spieler in der Bundesliga. Doch woran liegt das? Woher kommen diese ganzen jungen, talentierten Spieler? Das hat mehrere Gründe. Der erste und wahrscheinlich auch der wichtigste Grund ist, dass die französische Fußballausbildung eine sehr, sehr gute ist. Und so reden Experten immer wieder in sehr guten Tönen von der sogenannten Formation. Das ist die französische Fußballausbildung. Sie loben sie auch über die Grenzen von Frankreich hinweg. Die französische Fußballausbildung ist sehr strukturiert. Sie fängt schon sehr früh an. Sie bringt den jungen Spielern schon sehr früh alles Wichtige bei. Das heißt, man kann sagen, die Franzosen bekommen einfach ein sehr, sehr gutes Training und das von klein auf. Der nächste Grund ist, dass circa die Hälfte bis zu zwei Drittel aller französischen Spieler aus dem Großraum Paris kommt. Also aus der sogenannten Île-de-France. Und wie ihr vielleicht wisst, gibt es im Großraum Paris auch die sogenannten Banlieues, die Vorstädte. Das sind zum Teil sozial schwächere bzw. ärmere Gegenden. Und die Jugendlichen, die dort aufwachsen, die sehen im Fußball die Chance eines gesellschaftlichen Aufstiegs. Und da ist es dann natürlich nicht verwunderlich, dass quasi sehr, sehr viele, beziehungsweise fast jeder, der in diesen Banlieues aufwächst, Fußball spielt, weil er eine Chance sieht, sein Leben zu verändern. Und wenn viele Menschen Fußball spielen, dann führt das dazu, dass ein hoher Konkurrenzkampf entsteht. Und um sich aus dieser Masse hervorzutun, muss man besonders gut sein. Das heißt, die Spieler, die es dann schaffen, die dann wirklich bekannt werden, die sind dann schon meistens im sehr jungen Alter sehr, sehr talentiert und sehr, sehr gut, weil sie sich ja von Anfang an, also ja, von ganz jung auf durchsetzen mussten. Das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund ist, dass die Ligue 1 vermehrt auf französische Spieler setzt. Also die Ligue 1 ist die französische Fußballliga. Und da ist es interessant, wenn man mal nach Europa guckt, also während zum Beispiel in der Bundesliga oder in der italienischen Serie A bis zu 50% aller Spieler aus dem Ausland stammen und in England, in der Premier League, sogar zwei Drittel aller Spieler aus dem Ausland stammen, setzt die Ligue 1 vermehrt auf französische Spieler. Also wenn ihr das verfolgt, dann werdet ihr sehen, dass in den französischen Vereinen hauptsächlich Franzosen spielen und viel weniger Ausländer als zum Beispiel in Deutschland, in Italien oder in England. Und das wiederum führt dazu, dass natürlich die französischen Spieler, die schon die sehr gute Ausbildung, von der wir gesprochen haben, genossen haben, weiter in den Vereinen davon profitieren können. Also sie wachsen quasi in Frankreich auf, sie bekommen diese Fußballausbildung und sie kommen dann in einen französischen Verein, wo sie quasi noch den Feinschliff bekommen und dann sich zu sehr, sehr guten Spielern entwickeln können. Und das hat auch dazu geführt, dass im letzten Jahr die französische Liga die meisten Einnahmen generieren konnte von allen Ligen in Europa. Also die französische Liga hat am meisten Spieler ins Ausland verkaufen können, weil sie einfach einen schier immensen Pool an jungen, talentierten Spielern haben, an denen europäische Vereine interessiert sind. Und das hängt mit diesen drei Gründen zusammen. Also zum einen damit, dass die Ausbildung sehr gut ist, zum anderen damit, dass der Fußball bei den Jugendlichen einfach sehr beliebt ist. Und zum Dritten, dass auch die Vereine das fördern, immer wieder auf französische Jugendliche setzen und quasi die eigene Jugend im Land versuchen, zu guten Fußballern zu erziehen. Ja, was ist meine Meinung dazu? Also ich könnte mir vorstellen, dass Frankreich auch in der Zukunft noch ganz oben mitspielen wird, denn aktuell ist da kein Ende in Sicht. Es kommen immer mehr junge Spieler hinterher. Die Nationalmannschaft ist ja im Moment auch sehr, sehr stark und es sieht auch so aus, als würde das erstmal so bleiben. Was haltet ihr davon? Verfolgt ihr den französischen Fußball? Schreibt mir das in die Kommentare. Schreibt mir auch wie immer, wie euch dieses Video gefallen hat. Und gebt mir auch Feedback, damit ich mich verbessern kann. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.